So, das letzte Thema vom heutigen Abend geht nochmal Richtung Therapie. Also in den letzten Minuten möchte ich Sie nochmal zu den Bayer-Seminars entführen. Und vielleicht sind einige von Ihnen schon mit dem konfrontiert worden. Das sind die vielen Namen, ich kann sie mir nicht alle merken. Also es ist wirklich schwierig und es ist auch ein gefährliches Slide. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Oben sehen Sie Adalimumab, Humira, das ist das Originalpräparat. Humira ist eins oder ist das bestverkaufte Biologikum weltweit. Unten sehen Sie Remicade, das ist das Infliximab, das ist das Referenzprodukt. Und eben dran sehen Sie die drei Produkte, die man Biosimilar oder sogar neuerdings auch Biobeta nennt. Jetzt, was ist das? Biologika und Biosimilar sind Medikamente, die mit biotechnologischen Verfahren hergestellt werden. Die können körpereigene Proteine oder Bodenstoffe ersetzen, ergänzen oder blockieren und das zielgerichtet. Das ist wirklich das eine Ziel. Die kommen nicht nur in der Gastroenterologie vor, sondern in der Krebsbehandlung eigentlich noch viel mehr. In der Rheumatologie, wir gucken fast alles bei den Rheumatologen ab, wir Gastroenterologen. Und auch in der Dermatologie vor. Wahrscheinlich vergesse ich hier noch einige Subspezialitäten, aber das sind so die wichtigsten Anwendergebiete in der Medizin. Jetzt, wir haben hier zwei Krankheiten, das habe ich Ihnen wahrscheinlich schon irgendwann mal früher gezeigt, die schon bei frühen Vorträgen waren. Wir haben eigentlich zwei Krankheiten, die Colitis ulcerosa, die fängt unten beim Anus an und kann über den gesamten Dickdarm sich ausbreiten, ist eigentlich eine oberflächliche Erkrankung. Und dann haben wir auf der anderen Seite den Morbus Crohn, der kann verschiedenste Segmente vom Mund bis zum Anus betreffen und geht auch durch die gesamte Wand. Es kann also zu Fisteln, Abszessen, Komplikationen kommen. Für beide Krankheiten haben wir interessanterweise fast das gleiche Spektrum an Medikamenten. Dieses Slide haben Sie schon gesehen bei Professor Nies. Und das, diese linke Seite soll etwa das zeigen, was wir vor dem Jahr 2000 gehabt haben an Instrumentarium. Wir benutzen diese Medikamente nach wie vor in sehr selektierten Situationen. Natürlich ist Mesalazin bei einer Colitis ulcerosa ein tolles Medikament, wenn das wirkt bei einem leicht- oder mittelgradigen Verlauf. Und eben auch auch Nebenwirkungsarm, aber dann haben Sie eben auch noch andere Medikamente, die doch mehr Nebenwirkungen auslösen können. Und dementsprechend war es sehr gut, dass wir eigentlich ab dem Jahr 2000 neue Medikamente bekommen haben. Das sind die TNF-Alpha-Blocker, Infliximab war das erste, dann kam Adalimumab wenig später und dann noch das Simponi und das Cimzia. Und wir haben auch heute schon über Entyvio geredet und über das Ustekinumab, das Stelara, die viel später kommen. Ich zeige Ihnen, wieso ich das jetzt noch erwähne. Das sehen Sie dann in den späteren Folien. Ich zeige das auch gern. Also es ist so, dass auch in einem gesunden Darm Immunologie oder immunologische Antworten stattfinden. Die sind aber kontrolliert. Wir nennen das regulatorische Immunantwort, entzündliche Immunantwort, das hält sich eine Waage. Also Sie haben Immunzellen in diesem Darm, auch in der normalen Situation. Das ist auch völlig okay, weil wir haben hier oben viele, viele Bakterien. Und wir müssen da, diese Epithelschicht ist eine Epithelschicht, und wir müssen hier natürlich einen Schutz aufbauen. Also es ist normal, dass wir eine Immunreaktion im Darm haben. Nun, bei Crohn, Colitis ulcerosa bricht diese Barriere zusammen. Was genau Huhn und Ei ist, wissen wir eigentlich nicht so genau. Wir wissen, dass es da Einflüsse gibt, dass die Bakterien, eine Dysbiose, dass die unterschiedlich aufgebaut sein können bei Colitis und bei Crohn. Es gibt aber auch verschiedenste Faktoren, die die Epithelzellschicht beeinflussen. Dann gibt es eine ausgeprägte entzündliche Immunantwort mit vielen, vielen Zellen, die beteiligt sind, Subtypen von Zellen. Und was man relativ früh gesehen hat, halt in der Entwicklung der Biologika, dass Tumornekrose Faktor Alpha eine Rolle spielt. Und darum habe ich das ein bisschen hier erwähnen wollen. Wie ist es zu dieser Entwicklung gekommen? Wie ist diese Entwicklung über die letzten 20, 30 Jahre passiert? Und wir haben da Antikörper gehabt, die waren von Mäusen. Also die wurden so hergestellt, dass die Mausanteile hatten. Und in der Entwicklung hat sich dann gezeigt, dass wir dann mehr und mehr in sogenannte humane Antikörper übergegangen sind. Das hat auch einen Vorteil, nicht nur,
dass Antikörperbildung gegen diese Medikamente eher weniger ausgeprägt sind, aber da hat es natürlich auch noch andere Ursachen, die hier eine Rolle spielen. Das sind jetzt die Medikamente, die hier zur Verfügung stehen zur Behandlung von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Und wie gesagt, wir haben Infliximab als erstes Medikament gehabt. Die das bekommen, wissen, es ist eine intravenöse Einzeldosis. Wenn Sie starten nach 0,2, 6 Wochen und dann eigentlich alle 8 Wochen regulär, man kann hier auch die Intervalle verkürzen oder die Dosis erhöhen, wenn sie jemand braucht, um die Wirkspiegel zu erhöhen. Diese Medikamente haben grundsätzlich ein gutes Sicherheitsprofil, gute Verträglichkeit. Wir haben keine Hinweise für schwerwiegende Infektionen. Es gibt es halt schon, dass man einmal eine Infektion haben kann, aber für schwerwiegende Infektionen ein klares Signal gibt es nicht. Und auch keine Hinweise für Tumorerkrankungen über langen Behandlungszeitraum. Allergische Reaktionen sind möglich, kann bis 5-10% der Patienten betreffen. Dann gibt es die andere Gruppe von Medikamenten, das sind die TNF-Alpha-Blocker zur subkutanen Anwendung. Und diese subkutanen Injektionen finden, je nach welcher dieser TNF-Alpha-Blocker genommen wird, alle 2-4 Wochen statt. Wie ist eigentlich subkutan oder intravenös? Das sind große, komplexe Wirkstoffe. Und darum werden sie als Injektion oder Infusion verbraucht, das sind Proteine. Und wenn wir diese schlucken würden, dann würde sie eigentlich die Magensäure verdauen und das Medikament unwirksam machen. Es gibt bei Infliximab einen Versuch, das ist nicht weit fortgeschritten im Moment, dass man das auch als Tablette nehmen könnte, aber das befindet sich immer in der Phase 1, also das ist wirklich noch nicht spruchreif. Die Frage ist, welches Auto werden Sie jetzt nehmen? Sie werden es von der Farbe abhängig machen natürlich. Das eine ist natürlich das Referenzprodukt, das andere ist das Biosimilar. Vielleicht hat eines ein bisschen mehr Kratzer, das andere weniger. Aber die Definition der Biosimilar sagt eigentlich, dass, Sie sehen unten, das biologische Produkt ist bei beiden ziemlich ähnlich. Also Biosimilar sind eigentlich Medikamente, die nach Ablauf des Patentschutzes ihres biotechnologisch hergestellten Referenzmedikaments, also das Original, das Biologikum, für Patientinnen und Patienten zugänglich gemacht werden. Wie ich schon gesagt habe, sind Proteine, große Moleküle mit komplexer Struktur. Und was vielleicht wichtig ist hier, biotechnologisch heißt, die werden in Bakterien, Hefe oder auch Säugetierzellen hergestellt. Darum ist das ein bisschen eine komplexere Herstellung als zum Beispiel ein chemisches Produkt. Was heißt eigentlich ziemlich ähnlich? Ich habe zwei Cinquecento jetzt gezeigt. Es soll keine Unterschiede bezüglich Sicherheit, Qualitätsstandards und Effizienz, Wirksamkeit und Nebenwirkungen geben. Das ist natürlich, da gibt es gewisse Grenzen im Zulassungsprozess, die erfüllt werden müssen, damit das Biosimilar dann auch zugelassen wird. Aufgrund des biologischen Ursprungs sind aber bei gleicher Funktion kleine Unterschiede möglich. Also so genau gleich sehen dann diese Cinquecentos nicht aus. Aber diese werden eigentlich gefordert von der Zulassungsbehörde durch extensive Analysen. Das kann so aussehen, dass jetzt das jetzt hier auf Englisch geschrieben, aber das sind eigentlich mehrere Stufenprozesse, die eben von diesen Zulassungsbehörden, die in Amerika FDA heißt, in Europa EMA und in der Schweiz Swissmedic, und diese Stufen müssen durchgangen werden und müssen eigentlich quasi zeigen, dass diese Produkte ähnlich sind. Ich will noch einen Unterschied zum Generikum zeigen. Ich habe schon gesagt, Biologika sind biotechnologisch hergestellte Medikamente. Wie gesagt, es braucht Zellen dazu. Und sind eigentlich große, komplexe Moleküle. Beim Generikum oder beim einem chemisch oder synthetisch hergestellten Medikament ist das eine, wie gesagt, chemische Herstellung, sind eigentlich eher kleinere und eher einfache Moleküle. Wobei auch hier ganz komplexe, synthetische Prozesse geben. Nun, es ist noch nicht alles. Also jetzt können Sie auch mit dem Begriff Biobetter konfrontiert werden. Also das kommt zusätzlich zum Biosimilar und das ist eine modifizierte Version eines spezifisch zugelassenen Biologikums mit einem gleichen molekularen Ziel, also auch ein TNF-Alpha-Blocker zum Beispiel, aber mit verbesserten Elementen oder einer verbesserten Formulierung.
Was heißt das jetzt für unseren Cinquecento? Es könnte so aussehen. Es gibt ein Biobetter jetzt auch im Prinzip in, zur Behandlung von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Das ist das CTP13, das ist das Biosimilar, das IV gegeben werden kann. Das gibt es in der Form von Remsima und Inflecta. Das sind beide eigentlich gleiche Produkte, einfach mit unterschiedlichem Namen. Und als Biobetter, weil es eine etwas verbesserte Pharmakokinetik aufweist, ist das Veblozema, das kann man da subkutan spritzen, alle 2 Wochen, das, beziehungsweise alle 8 Wochen ist falsch dort hinten in der Klammer, das müssen Sie mir jetzt verzeihen, aber es ist eigentlich alle 2 Wochen, dass Sie 120 Milligramm geben müssen, wenn Sie subkutan umsteigen. Der Unterschied hier ist nur grafisch dargestellt, es gibt auch verschiedene Studien dazu, aber Sie sehen, wenn Sie jetzt alle 2 Wochen Veblozema spritzen, dann haben Sie einen höheren Konzentrationsspiegel von Infliximab über die Zeit, weil Sie bei einer IV-Infusion eigentlich einen höheren Spiegel erreichen ganz am Anfang, aber der geht dann kontinuierlich über diese 8 Wochen zurück. CTP13 ist natürlich nicht nur in der Gastroenterologie angewendet worden. Wir haben da, dann zeige ich Ihnen die Daten, vergleichbare Daten zur Effizienz und Sicherheit bei Patienten mit IBD oder auch eben rheumatologische Indikation der rheumatoiden Arthritis. Nochmal das wiederholt, zum Zeigen technologische Fortschritte, darum habe ich Ihnen am Anfang gezeigt, wie die Biologika entstanden sind, über auch Murine, also Mausanteile, dann zu Humanen. Jetzt haben wir technologische Fortschritte, die in die Richtung gehen, dass wir Biosimilars und Biobetters haben. Und das ermöglicht auch eine verbesserte oder in dem Sinn auch kostengünstigere Behandlung für Sie. Das subkutane Infliximab, wie ich vorher gezeigt habe, ist eben dieses eine Beispiel eines Biobetter, das etwas verbesserte Funktion aufweist. Nun, diese Information will ich Ihnen nicht vorenthalten. Das habe ich letzte Woche bekommen. Das ist von Cura Futura, das ist eine Krankenkassenvereinigung. Und das ist etwa, um zu sehen, wie viel macht das eigentlich aus in der Schweiz im Moment. Und Sie sehen hier auf der linken Seite chemische Wirkstoffe versus Biologika. Biologika machen also den kleineren Teil des Kuchens und die Biosimilars einen noch viel kleineren Teil des Kuchens. Hier heißt das, dass dunkelgrüne Biologika sind Biologika, die also quasi noch kein Biosimilar haben. Referenzprodukte sind Biologika mit abgelaufenem Patentschutz, wo man Biosimilars herstellen darf. Jetzt die Anzahl steigt, wenn man sich die Jahre 2019 zu 2022 anschaut. Wir haben also doch eine deutliche Menge Anzahl an Biosimilars. Das haben Sie auf dem ersten Slide gesehen, dass wir da 8 verschiedene für Adalimumab haben in der Schweiz circa. Und Sie werden jetzt ein bisschen verschnaufen, weil ich Ihnen zeige, was das jetzt wahrscheinlich nicht viel mehr dazukommt. Bis 2026. Da wird der Patentschutz für Vedolizumab, Golimumab und Ustekinumab ablaufen. Es ist zu erwarten, dass auch hier Biosimilars auf den Markt kommen werden. Das sind andere Biosimilars aus anderen Indikationen, die uns jetzt in der chronisch entzündlichen Darmerkrankung Welt nicht betreffen wird. Das ist etwa die Regionalverteilung der Top 6 Referenzpräparate. Sie sehen, Infliximab und Adalimumab ist dabei, die anderen sind Onkologika. Und es ist etwa so, dass das etwa ein Drittel ausmacht im Moment. Und wenn man sich das jetzt für Infliximab, das sind die Spitaldaten, es gibt auch noch Daten außerhalb des Spitals, sieht man schön, dass diese Zunahme der Verwendung der Biosimilars auch hier so 35-40% erreicht. Und es ist auch regional unterschiedlich, also die Motivation scheint an anderen Orten anders ausgeprägt zu sein in der Schweiz. Das Gleiche sieht für Adalimumab aus. Man muss einfach wissen, das erste Biosimilar kam hier etwas später, im Oktober 2019. Aber auch hier mittlerweile ist die Kurve relativ steil, sodass etwa der Marktanteil etwa 30% ist. Damit komme ich schon zum Schluss.
Biosimilars sind Nachahmerprodukte, die nach Ablauf des Patentschutzes des betreffenden Biologikums hergestellt werden. Biosimilars sind dem Referenzprodukt ähnlich und durchlaufen in diesem Entstehungsprozess viele Stadien, um den Qualitätsstandard zu gewährleisten. Also ich denke, man muss nicht Angst vor diesen Biosimilars haben. Sie sind effizient und sicher und sie sind grundsätzlich kostengünstig. Und ich denke, wir sind hier auch ein Stück weit im Gesundheitswesen auch verantwortlich, dass wir die Kosten in Grenzen halten. Was hier ein bisschen ein Impact ist, der leider für Sie, wenn Sie sich jetzt ein Biosimilars verschreiben lassen, Sie haben im Moment keinen Vorteil davon. Also es hat im Moment keinen Einfluss auf Ihre Franchise oder auf die Medikamenten selbstbehalt. Und das sind Diskussionen, die laufen, aber im Moment kann ich Ihnen sagen, das ist im Moment noch nicht spruchreif. Es wäre sicherlich hier ein Vorteil, wenn man hier etwas erreichen könnte. Was konkret in Zusatzversicherung? Nein, das geht auch nicht. Das ist im Prinzip, ja, die Zusatzversicherung deckt das nicht ab, nein. Gibt es Fragen? Wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus? Also die Nebenwirkungen sind eigentlich vergleichbar. Also es ist wirklich so, dass die klinische Effizienz und die Nebenwirkungen bei diesen Nachahmerprodukten extrem ähnlich sind. Also es gibt natürlich schon von Studie zu Studie eine gewisse prozentuelle Differenz, aber ich würde jetzt einfach sagen, es ist wirklich vergleichbar. Was ich sagen muss, es gibt Studien zum Beispiel für Entyvio, IV, Entyvio subkutan, das gibt es auch, da redet man natürlich nicht von BioBetta, und es gibt es jetzt eben auch für Infliximab, IV, Infliximab subkutan. Man sieht bei beiden Produkten, dass man eigentlich einen höheren Wirkspiegel hat im Blut, bei der subkutanen Version, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wechseln Sie, es wird sicher so sein, dass Sie weniger Beschwerden haben. Diese Querverbindung darf man nicht machen. Moment, schnell. Die subkutane kann man dann selber spritzen? Wir machen das so, dass wir eigentlich wollen, dass Sie das erste und das zweite Mal zu uns kommen, damit wir sehen, ob Sie das auch wirklich können und dass das auch richtig läuft. Und wenn Sie das können, dürfen Sie das alles selber machen. Danke, Peter. Gibt es sonst noch Fragen, auch für die anderen Referenten? Moment, das Mikrofon kommt. Ich kann es gerade zuschicken, der Schweich. Stichwort Stuhltransplantation. Ich habe jetzt heute Abend nichts gehört davon, aber man hört es ab und zu. Heißt das, dass das auch noch nicht mit Ihren Worten jetzt spruchreif ist? Ja, leider so, ja. Also für Morbus Crohn, Morbus Crohn ist das klar, dass das wirklich nicht spruchreif ist. Es gibt bei der Colitis ulcerosa eher schon positivere Daten, aber ich muss sagen, ich kann Ihnen das jetzt noch nicht so mit einem guten Gewissen anbieten, dass das wirklich eine gute Option ist. Es gibt einige Kollegen auch in der Schweiz, die das machen bei wirklich therapierefraktären Fällen, aber ich finde die Datenlage nach wie vor noch nicht genügend, um jetzt da wirklich zu sagen, ich mache das mit gutem Gewissen. Es gibt natürlich auch bei der Stuhltransplantation die Möglichkeit, dass Sie halt, wenn Sie einen Stuhl von jemandem anderen nehmen, dass Sie halt etwas transplantieren oder an die andere Person übergeben, dass Sie da nicht wollen, oder? Und ich glaube, das sind die Sicherheitsaspekte, die da auch noch mit berücksichtigt werden müssen. Ja, Sie hatten noch nichts zum Thema Kombinationstherapien gesagt, die ja auch neue Möglichkeiten bieten. Können Sie da vielleicht noch was zu sagen, was der Stand ist? Ja, es ist so, also wir haben mit Professor Nies die Möglichkeit, hier Kombinationstherapien im Rahmen von Studien zu geben. Wir haben jetzt auch eine Studie, die Professor Nies hier führt am Unispital Basel mit einer Kombination mit TNF-Alpha-Blocker und einem IL-23-Antikörper. Das wird kommen, aber im Moment haben wir es wirklich nur in Studien, weil das Problem ist,
die Krankenkassen. Ich will jetzt nicht sagen, sie sind das Problem, aber es ist so, dass wir eine Kostengutsprache eingeben müssen. Und wir bekommen jetzt in dieser Situation noch nicht, in aller Regel noch nicht, es gibt Ausnahmen, in aller Regel noch nicht eine Kombinationstherapie bezahlt. Aber ich denke, das wird sich gefühlt in 4 bis 5 Jahren geändert haben. Du lachst. Du bist nicht so optimistisch. Ja, ja. Wir haben ja gesagt, beim Entivio, wenn man die Spritze nimmt, dann ist ein höherer Wert sichtbar. Wäre es dann möglich, dass man nicht nach 2 Wochen, sondern nach 3 Wochen das Ganze spritzt? Grundsätzlich ja. Ich kann Ihnen einfach nicht sagen, wie sich's auswirkt, weil wir keine Daten dazu haben. Und dann ist es ein individueller Versuch. Also ich bin natürlich auch mittlerweile, ich mache das so viele Jahre, dann habe ich so Patienten, die quasi jetzt bei Humira oder Adalimumab eine andere Frequenz machen, weniger, und es funktioniert immer noch. Aber ich kann es einfach nicht sagen. Ich kann Ihnen nicht sagen, machen Sie es nach 3 Wochen, es funktioniert sicher noch. Ich kann Ihnen das nicht bestätigen. Da fehlt uns einfach schlussendlich die Datenlage. Und dann finde ich, das ist einfach, in der Zulassung ist das halt so durchgespielt worden. Und dann kann ich Ihnen das einfach nicht mit gutem Gewissen einfach sagen, das wird funktionieren mit 3 Wochen. Es könnte sein, aber wissen tue ich es nicht. Gibt es noch Fragen? Oder? Ich hätte selbst noch einen. Ja. Also gerne. Zum Thema Reisen. Wie ist es denn mit Infusionen, Medikamente über Infusionen und so weiter? Wenn man jetzt eine längere Reise plant, kann man das dann im Ausland erledigen lassen? Wie ist das mit den Kosten? Und ich komme gerade schon rüber. Das muss man sicher individuell mit der Krankenkasse und mit den Gegebenheiten abklären, ob die Krankenkasse das im Ausland bezahlt. Ich denke, man muss da anfragen und natürlich dann eine Institution aufsuchen, die das, sagen wir mal, den standardgerecht vorabreichen kann. Wie das im Individualfall ist, muss man immer mit der Krankenkasse das anschauen. Also ich noch schnell angefügt, wir haben die Situation auch schon durchgespielt gehabt mit einigen Patienten bei uns und wir haben die Leute auch wirklich mit Infliximab-Vials im Koffer nach Kanada geschickt und die haben dann ein Infusionszentrum aufgesucht und die haben das kostenlos dann auch übernommen. Also wir haben die Erfahrung schon gemacht, dass wir das auch so, also wenn wir wissen, wo sie genau hingehen können, kann man versuchen, so ein Zentrum anzusprechen und dort quasi den Kontakt herzustellen. Ich hatte noch 2 Sachen. Wegen Humira. Das Humira hat zum Teil extreme Nebenwirkungen. Weil ich habe 4 Jahre Humira hatte. Von der Krankheit her hat es sehr gut geklappt. Also ich habe von 50 cm noch 5 cm am Schluss gehabt, nach 4 Jahren. Das ist eigentlich sehr gut. Aber die Nebenwirkungen waren so stark, dass ich es absetzen musste. Ja, das ist leider so. Das sind nicht die einzigen. Da habe ich auch einige Beobachtungen gemacht. Es ist wirklich sehr individuell. Also es hält vor allem extrem auf Gelenk. Also ich habe am Schluss keine einzige Flasche mehr aufmachen können. Ja. Und ich konnte nur noch mit Schienen können irgendetwas heben. Ja. Also es ist ganz, ganz extrem geworden. Ich musste es wirklich absetzen, weil ich hätte sonst meinen Job nicht mehr machen können. Ja. Ja, das ist natürlich manchmal einfach traurig, wenn man anspricht und dann einfach etwas entwickelt, wo man dann einfach nicht kontrollieren kann. Dann muss man wechseln, ja. Unter Umständen. Das ist so, ja. Sie sind quasi beruhigt diesbezüglich, sind sie nicht die Einzigen. Wir haben die Probleme jetzt Gott sei Dank nicht so oft, aber sie treten auf. Ja. Dann habe ich noch etwas wegen dem Euro-Key. Ich treffe sehr viele Leute, die Colitis oder auch Morbus Crohn haben, die den Euro-Key gar nicht kennen. Und ich muss sagen, der Euro-Key funktioniert sehr, sehr gut in ganz Europa. Es gibt bei jedem WC gibt's so einen Kleber mit dem Euro-Key und dann kommt man mit dem Schlüssel kommt man rein und man kann gerade aufs WC. Also es funktioniert sehr gut, weil ich es ziemlich vielen Orten schon ausprobiert.
Und sogar bei meinem Arbeiten kann ich es ausprobieren und das funktioniert super. Das erleichtert ein bisschen wegen dem Reisen. Ich glaube, da muss ich nicht viel mehr kommentieren. Vielen Dank für das. Das ist ja, vielleicht einfach nebenbei noch, wenn man bei der Kronkritis Mitglied ist, dann kann man den beziehen und man wird auch eingeladen, um den beziehen. Einfach die, die Mitglied sind, sollten ihn eigentlich kennen. Gut, dann danke vielmals. Danke allen, die da waren. Sind, denen, die uns von zu Hause zugeschaut haben. Wir haben draußen noch diverse Informationsmaterialien. Ihr könnt einfach bedienen. Ihr könnt einfach mitnehmen, was ihr wollt. Ist alles gratis. Und wir haben auch noch ein Apero, wo ihr alle herzlich eingeladen sind. Und nochmal ganz herzlichen Dank an die vier Referenten.